Ciao zusammen und guten Abend in der JUCCH zu einer weiteren Online-Session. Real World Event-Driven Clean Architecture, ein ziemlich toller Titel, gespickt mit Buzzwords. Es zieht Zuschauer an. Wir haben 230 Anmeldungen gehabt, also das Interesse ist sicher da. Im Jahr 2019, also deutlich vor Corona, war Florian Lüscher schon mal bei uns in der Java User Group in Bern zu Gast mit einem anderen Titel, Kubernetes Live Real World Deployment und Monitoring. Und ich habe das sehr gut in Erinnerung, weil vom neuartigen Geschäftsmodell über die Cloud-Native-Anwendung, wie sie das auf der Google Kubernetes Engine deployed haben, hat er das alles von A bis Z vorgestellt und das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Und als die zwei Kollegen von DSC Engineering dann angefragt haben, ob sie einen Talk halten könnten zu diesem Thema, ähnlich, aber leicht andere Themen, da habe ich nicht lange gezögert und gesagt, ja klar, da sind wir sehr interessiert. Und hier sind sie. Guten Abend, Matthias und Florian. Hallo zusammen, mein Name ist Matthias. Hallo zusammen. Okay, ja, Sie haben entschieden, dass Sie Kamera-Sharing machen. Also die zwei werden uns heute dann durch den Abend begleiten mit Ihrem Talk. Bevor ich aber an die beiden übergebe, ein paar Punkte zu unserer Plattform hier. Wir verwenden BigMarker für dieses Online-Event und ihr könnt mit uns interagieren. Das sind im Wesentlichen zwei Funktionen. Das eine ist der Chat, da haben die einen oder anderen auch schon was reingeschrieben und da könnt ihr wirklich euch untereinander austauschen. Ihr könnt auch etwas zum Thema schreiben, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch melden, wenn ihr technische Probleme habt. Wenn ihr aber inhaltliche Fragen an Matthias und Florian habt, dann schreibt die bitte nicht in den Chat, sondern wechselt in das Tab. Oben rechts neben Chat findet ihr Fragen. In der deutschen Version ist es etwas abgeschnitten. Also klickt zuerst auf Fragen, dann seid ihr auf dem anderen Bereich der Fragen und da könnt ihr dann eure Fragen erfassen, wenn diese Frage noch nicht da ist. Wenn es diese Frage so ähnlich schon gibt, dann könnt ihr die auch upvoten. Wir werden dann am Schluss nach dem Vortrag diese Fragen von oben nach unten beantworten. Das heißt, die Fragen mit den meisten Votes werden auch als erstes sicher beantwortet werden. Im Anschluss an den Talk planen wir, alle rüberzuwechseln ins Wonder.me, wonder.juk.ch. Ich sage am Schluss dann noch etwas dazu. Es würde mich freuen, wenn ihr dann auch mit uns darüber wechselt. Dann können auch alle ihr Mikrofon und ihre Kamera einschalten. Dann können wir uns noch austauschen und auch Fragen stellen an die beiden Speaker. So, und die beiden Speaker sind Matthias Brun und Florian Lüscher. Beide sind Co-Founder der DSI Engineering. Matthias ist als Lead Software Engineer unterwegs und der Florian als Solution Architect. Ich denke, sie werden dann vielleicht das eine oder andere zu sich und zu DSI Engineering noch erzählen in ihrer Session. Und in dem Sinn würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Matthias und Florian, für euren Talk und ich übergebe den Stream jetzt an euch. Perfekt. Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag Real World Event-Driven Clean Architecture. Was war die Motivation dahinter? Es gibt sehr viele spannende Vorträge über neue Technologien, neue Frameworks. Aber aus unserer Sicht fehlt zum Teil ein wenig die Vorträge, die wirklich zeigen, ja, wie kann man jetzt diese Frameworks, diese Technologien, diese Konzepte in der Praxis umsetzen? Und genau das ist das Ziel, dieses Vortrag zu zeigen, wie wir das in der Praxis umgesetzt haben. Aber kurz zu uns, Florian, du kannst dich gleich selber kurz vorstellen. Merci Thomas auch, dass du mich kurz vorgestellt hast. Ich mache es ganz, ganz kurz. Es geht hauptsächlich ja nicht um uns, sondern um unser Thema. Wie gesagt, ich bin einer der Co-Founder der DSI Engineering und neben Gründern von der DSI mache ich natürlich auch wirklich Arbeit. Das heißt, bin viel als Solution-Architekt unterwegs, insbesondere im Bereich von Cloud Computing, Continuous Delivery
und auch Machine Learning. Jetzt für das Thema heute, dieses Projekt, da war ich hauptsächlich daran beteiligt und habe auch die Integration vor Ort beim Kunden gemacht. Genau, mein Name ist Matthias, ich bin Software-Architekt, Software-Ingenieur und auch Co-Founder der DC Engineering AG. Und neben diesem Thema, das wir heute vorstellen, interessiere ich mich auch stark für die Themen Cloud, Continuous Delivery und Microservices. Genau, ganz kurz, wer sind wir? Wir sind die Firma DC Engineering AG. Wir entwickeln Individualsoftware, das können Web-Anwendungen sein, das können Apps sein, aber in diesem Fall kann das auch sein, eine Software, die ein automatisiertes Kleinteilelager steuert. Ja, let's begin. Und zwar werden wir die Geschichte erzählen, wie das ungefähr abgelaufen ist. Wie in jedem guten Film gibt es vielleicht ein paar Anpassungen an die Realität, aber es ist wirklich so ungefähr, ist das Ganze gestartet. Und das Projekt startete wie üblich mit einem Kickoff vor Ort. Ja, herzlich willkommen in diesem Lager hier in der Ostschweiz. Ihr seht hinter mir ein sogenanntes automatisiertes Kleinteilelager. Und ihr seht, ja, es ist ein wenig chaotisch, weil das Lager war jahrelang nicht mehr in Betrieb. Dieses Lager hat ca. 16.000 Lagerplätze und eure Aufgabe ist es jetzt, dieses Lager in Betrieb zu nehmen. Ja, ich sehe gerade, ihr schaut mich ein wenig verduttert an, weil ich glaube, ihr wisst ja gar nicht einmal, was ein automatisiertes Kleinteilelager ist. Ich gebe euch eine kurze Einführung, damit ihr auch wisst, wovon wir reden. In einem automatisierten Kleinteilelager, kurz AKL, werden solche Behälter eingelagert. Entschuldigt mich, zum Teil verwenden wir halt verschiedene Begriffe für das Gleiche, zum Teil reden wir auch vom Container. Ein Behälter, den gibt es in unterschiedlichen Größen und Arten. Es gibt einen Behälter zum Beispiel, der so aussieht, der hat so 2 Fächer, es gibt Behälter mit 4 Fächer, aber es gibt auch solche mit 8 oder 16 oder auch nur mit einem einzigen Fach. Die Behälter sind angeschrieben mit so einem Barcode, mit einem Behälter-ID oder Container-ID, wo der Behälter identifiziert. Und jedes einzelne Fach ist auch wieder angeschrieben mit einem Barcode. Und jetzt kann man so in einen Behälter zum Beispiel Schrauben, Unterlagscheiben oder Ersatzteile für eine Kaffeemaschine einlagen. Aber all das, was in so einem Behälter Platz hat und vielleicht nicht gerade über 100 Kilo ist. Genau, das war also die eine Komponente. Behälter, die werden eingelagert. Die zweite Komponente, ihr sollt jetzt ein Video sehen, und zwar von der horizontalen Förderanlage oder kurz HOFA. Ich spiele das Video nochmal ab, dann sieht man ein bisschen mehr. Die horizontale Förderanlage transportiert Behälter von A nach B. Zum Beispiel hier sehen wir nochmal ein Foto, wieso diese Behälter in diesem Lager transportiert werden. Das nächste, was es im Lager gibt, das sieht man jetzt auf dem Video. Ich weiß nicht, ob man den Ton hört, aber spielt da nicht so eine Rolle. Aber man sieht dieses Regalbediengerät oder kurz RBG, das holt Behälter aus dem Lager und bringt Behälter ins Lager. Also das kann Behälter ein- und auslagern. Wir sehen hier noch ein Foto dazu. Und zwar holt es diese Behälter von der horizontalen Förderanlage. Wir sehen hier links, wo Behälter am Warten sind, bis sie abgeholt werden für die Einlagerung. Und hier, oder rechts war das, und hier auf der linken Seite werden die Behälter auf die horizontale Förderanlage ausgelagert. Also die horizontale Förderanlage bringt die Behälter zu diesen Regalbediengeräten und die Regalbediengeräte lagern dann diese Behälter ein und aus. Genau. Die dritte Komponente sind die Kommissionierplätze. Wir sehen das hier auf dem Video. Wenn ein Behälter ausgelagert wird, wird er zu einem Kommissionierplatz gebracht über die horizontale Förderanlage. Ich spiele das Video noch einmal, dann sieht man es nochmal. Und an diesem Kommissionierarbeitsplatz hat es dann eine Lampe, die den Behälter anleuchtet und ein Fach anleuchtet. Und man sieht, wird hier auf dem Foto ein wenig besser. Wir haben hier wirklich einen Arbeitsplatz mit einem Bildschirm. Wir haben eine Lampe. Und auf dem Bildschirm steht dann zum Beispiel, man muss aus diesem Behälter 4 Schrauben rausnehmen. Und die Lampe leuchtet dann das Fach an, wo man dann diese 4 Schrauben rausnehmen muss. Und man nimmt dann diese 4 Schrauben raus und packt die in eine Kiste. Genauso, das ist ein Arbeitsplatz, wo ein Lagermitarbeiter arbeitet und eben zum Beispiel Ware einlagert, aber auch Ware auslagert für Aufträge. Fast noch vergessen zu erwähnen, ja, es hat also solche Scanner
auf der Anlage. Und zwar, man sieht das hier rot eingezeichnet, diese Scanner scannen die Behälter beim Vorbeifahren. Also jeder Behälter hat ja so einen Barcode und der wird überall beim Vorbeifahren gescannt. So weiß man, wo welcher Behälter sich auf der Anlage befindet. Okay, ich glaube, ihr wisst jetzt ungefähr, wie das funktioniert. Ja, heute ist der 19. Mai. Es wäre dann schon gut, wenn das Ganze bis im Sommer live geht. Ja, ungefähr so ist das Ganze gestartet. Also, ja, wir hatten einen Kickoff. Wir wussten, ja, unsere Aufgabe ist es, dieses Lager in Betrieb zu nehmen. Man muss dazu sagen, wir hatten ein wenig einen Vorteil, weil wir kannten die Domäne schon von einem ähnlichen Lager. Aber mit diesem Wissen sind wir dann eigentlich in den ersten Workshop gegangen zum Kunden und haben dann evaluiert, ja, wie könnte dann so diese Architektur high-level-mäßig aussehen. Und was dabei entstanden ist, ist so ein Kontextdiagramm. Man sieht hier auf der rechten Seite das ERP-System des Kunden. Man kann sich jetzt vorstellen, es kommt eine Bestellung rein. Also irgendein Kunde des Kunden bestellt zum Beispiel 20 Schrauben und 10 Unterlagscheiben. Diese Bestellung kommt hier rein und dieses ERP-System schaut dann, ja, wo ist dieses Material eingelagert? Also man kann sich vorstellen, der Kunde hat verschiedene Lager und da sieht er dann, ah, okay, dieses Material ist in dem automatisierten Kleinteillager eingelagert, für das, was wir jetzt zuständig sind und schickt dann einen Kommissionierauftrag an das Lagerverwaltungssystem, kurz LVS. Das Lagerverwaltungssystem weiß dann, ja, wo ist dieses Material? Also es weiß, in welchem Behälter ist dieses Material drin und schickt dann Transportaufträge an die Steuerung und sagt, hey, liege das Regalbeginngerät, hol mir Behälter 1 und 2 aus dem Lager raus und bring diese zu den Kommissionierarbeitsplätzen. Die werden dann dort rausgeholt, zu den Kommissionierplätzen gefahren und irgendeinmal ist dann ein Lagermitarbeiter dort, wo dann dieses Material aus dem Behälter nimmt und sagt, ja, ich habe den Auftrag abgeschlossen und dieser Auftragsstatus wird dann zurückgeschickt an das ERP. Also wir haben wie so diese drei Komponenten. Wir haben das ERP, wo diese Kundenbestellung verwaltet und Kommissionieraufträge verschickt und Einlageraufträge. Dann haben wir das Lagerverwaltungssystem, wo so diese beiden Systeme verbindet, also die Steuerung und das ERP. Das Lagerverwaltungssystem merkt sich, wo sind die Behälter eingelagert. Es kommuniziert mit diesen Steuerungen und wir haben eben diese Steuerungen. Die Steuerung oder auf Englisch PLC, Programmable Logic Controller, das ist dieses Ding, das dann wirklich mit diesen einzelnen Lagerkomponenten kommuniziert. Man kann sich vorstellen, diese Kommunikation ist ziemlich low-level. Solche Steuerungen werden in der Regel von Automatikern programmiert, wo Elektronik und Mechanik Know-how haben. Genau. Was haben wir? Wir haben einen Aktor, diesen Lagermitarbeiter, der interagiert mit all diesen drei Systemen. Also der sieht im ERP-System, ja, es ist eine Bestellung reingekommen. Er sieht im Lagerverwaltungssystem, ah, okay, er muss hier einen Kommissionierauftrag erledigen. Und je nachdem, wenn es eine Störung gibt auf der Anlage, muss er zur Steuerung geben, um die Störung zu beheben. Genau. Unsere Aufgabe ist es jetzt nun, dieses System in der Mitte zu bauen, dieses Lagerverwaltungssystem, das eben das ERP-System und die Steuerung miteinander verbindet. Wie schon erwähnt, bei der Steuerung braucht man wirklich so dieses Elektronik-Automatiker-Know-how, das haben wir nicht. Die Steuerung wurden von der Firma Ale Engineering programmiert. Unser Fokus war wirklich dieses System hier. Das ist ein System, das man mit höheren Programmiersprachen programmieren kann, wie zum Beispiel Java, Kotlin etc. Ein weiteres Artefakt, weil es in diesem Workshop entstand, sind solche Aktivitätsdiagramme, wo die verschiedenen Auftragstypen beschreibt. Es gibt so 6 verschiedene Aufträge. Einer davon ist eben dieser Kommissionierauftrag. Der einfachste ist dieser Einlagerauftrag. Also man kann sich vorstellen, es kommt ein Einlagerauftrag, wird im ERP erfasst, also dieses Material ins Lager einlagern. Wir empfangen den. Der Behälter wird auf die Anlage gestellt, das Material wird reingepackt und am Schluss wird dieser Auftrag bestätigt und im ERP freigegeben. Also ab diesem Moment kann dann dieses Material für Kommissionieraufträge, für Bestellungen verwendet werden. So. Gut, wir hatten unseren ersten Workshop mit dem Kunden. Wir wissen, welche Anlageteile betroffen sind. Das sind zum einen die Steuerungen. Es sind mehrere dieser Steuerungen. Das haben wir bei der Begehung vor Ort haben wir das gesehen und mit der ALE angeschaut. Zum anderen haben wir auch mit dem Kunden die unterschiedlichen Workflows, die Use Cases des Aktors durchgespielt,
Also wir hatten jetzt ein relativ gutes Verständnis davon, wie dieses automatisierte Kleidteile-Lager verwendet werden soll. Jetzt hat sich die Frage gestellt, wie gehen wir jetzt weiter vor? Was sind die ersten Schritte? Wie beginnen wir, dieses System umzusetzen? Wir haben zu Beginn gesagt, des Projektes, dass wahrscheinlich der kritische Erfolgsfaktor werden diese Schnittstellen sein. Und wir haben eigentlich zwei Hauptschnittstellen. Die eine Schnittstelle ist diejenige in Richtung des ERP-Systems des Kunden. Der Zugriff auf dieses ERP-System, das ist relativ altbacken, also ist ein Mainframe, also es ist wirklich noch ein relativ altes System, das aber für den Kunden eigentlich in allen Lagern verwendet wird. Der Zugriff auf dieses System und der Datenaustausch, der wird über eine Integration Database gemacht. Das heißt, da wurde explizit für dieses Kleinteile-Lager ein Schema auf der Datenbank zur Verfügung gestellt, auf welchem die kompletten Kommissionier- und Einlageraufträge ausgetauscht werden konnten. Vorteil, wenn wir uns dafür entschieden hätten, diese Schnittstelle zuerst anzuschauen, wir hätten die Integration zum Kunden relativ schnell ausführen können und hätten dann auch relativ früh gemerkt, ob unser Verständnis dieser Arbeitsschritte korrekt ist oder nicht. Die zweite Schnittstelle, das ist die gegen unten, gegen die Anlage selbst. Das ist die Schnittstelle zu den einzelnen Steuerungen. Hier drüber, das ist ein relativ intensives textbasiertes Protokoll, also diese Steuerungen, die verarbeiten sehr, sehr viele Signale. Sie abstrahieren das ein bisschen, aber da kommen dann relativ viele Informationen über diese Schnittstelle hoch an das Lagerverwaltungssystem. Der Vorteil, wenn wir uns für das hier entscheiden, für diese Schnittstelle, ist, dass wir relativ früh an die echte Welt rankommen. Weil, wer kennt den Lagerzustand am besten? Klar, das Lagerverwaltungssystem, Matthias hat es gesagt, weiß, in welchem Lagerplatz welcher Behälter abgelegt ist. Aber das ist nur in einer Datenbank. Das muss nicht sein, dass dieser Behälter effektiv da steht. Und die Komponente, die am besten weiß, wie es effektiv im Lager aussieht, sind eigentlich diese Steuerung. Das heißt, wenn wir uns entscheiden, diese Schnittstelle zuerst umzusetzen, haben wir relativ früh ein gutes Verständnis davon, wie die Anlage aufgebaut ist und wie sie sich effektiv in der echten Welt verhält. Und wir haben uns auch entschieden, zuerst die Steuerungen anzubinden und dann über die weiteren Schritte zu entscheiden. Jetzt, ich habe gesagt, intensives textbasiertes Protokoll, wie sieht das aus? Ich habe hier ein paar Beispiele rausgenommen. Das ist wirklich Low-Level, eine TCP-Verbindung, die ein ASCII-Nachrichten austauscht. In diesen Nachrichten beispielsweise ist das hier jetzt ein gelesener Container auf der Anlage. Und hier bekommen wir die Information, welcher Container gelesen wurde und an welchem Lesepunkt das gelesen wurde. Eine andere Meldung, die hochkommt, ist Fehlermeldungen, Störungen auf der Anlage. Ein Sensor ist verdeckt, es gibt Kommunikationsstörungen auf dem Feldbus. Und das kommt ebenfalls ASCII-basiert daher und hat dann hier so binär encodierte ASCII-Characters, die die einzelnen Störmeldebits darstellt. Also hier sind, wenn hier gewisse Bits gesetzt sind, bedeutet, dass die Störung ist aktiv. Und wenn es nicht gesetzt ist, bedeutet, dass die Störung ist nicht aktiv. Eine weitere Meldung ist beispielsweise Status-Update einer einzelnen Komponente. Hier beispielsweise, dass der Arbeitsplatz 6 hier aktiv ist. Diese Meldungen, wie es üblich ist bei so Low-Level-Protokollen, werden über so einen Identifier identifiziert, dass das empfangende System weiß, um was für eine Nachricht es sich handelt. Also dieser Header hier am Anfang, der ist überall gleich. Und diese Meldung hier entscheidet dann, wie die Nachricht effektiv aussieht. Also es ist wirklich relativ low-level. Und für uns war klar, wir wollen da das Rad sicher nicht neu erfinden. Wir wollen dieses Protokoll umsetzen und uns nicht um zu viel Detail kümmern müssen. Und es sollte natürlich auch möglichst robust sein. Und bevor wir jetzt irgendwelche andere Architekturentscheidungen getroffen haben, haben wir einmal dieses Protokoll umgesetzt. Wir haben uns entschieden, wir wollen nicht alles selber machen, sondern wir wollen möglichst viel wiederverwenden, was bereits Open Source verfügbar ist, und haben uns dann entschieden dazu, das Framework Netty zu verwenden, um dieses Protokoll umzusetzen. Wir sehen anschließend kurz ein Beispiel. Was wir auch gemacht haben, wir haben eine dieser Steuerungen zu uns mit ins Büro genommen, damit wir wirklich direkt mit diesen Steuerungen kommunizieren können, damit es da dann, wenn wir einmal vor Ort gehen, keine Überraschungen erleben. Und was wir auch gemacht haben, wir haben diese Interface, diese Schnittstellenspezifikation der Steuerungen bekommen und haben dann schon bereits begonnen, dies umzusetzen in unserem Code.
Jetzt, was hat uns Netty gebracht? Ich zeige hier kurz das Beispiel unserer Pipeline. Und was hier sehr interessant ist, der meiste Code hier drin, der ist nicht von uns, der ist von Netty selbst. Also das hier ist die Netty-Pipeline, wie man sie zusammenstecken kann. Und die definiert, wie Nachrichten, die über diese Schnittstelle transferiert werden, zum einen auseinandergeschnitten werden, also in Frames aufgeteilt werden, dann encodiert werden und wie sie schlussendlich interpretiert werden. Und der Code, der von uns kommt, ist zum einen hier dieser Message-Decoder, also der Decoder und der Encoder. Das sind die beiden Klassen, die effektiv dieses Protokoll umsetzen, mit das wir jetzt in diesem ersten Schritt umgesetzt haben. Und dieser Idle-Handler, das ist ebenfalls eine Klasse von uns, die entscheidet, was passiert, wenn die Schnittstelle eine Zeit lang nicht bedient wird. Alles andere wird von Netty zur Verfügung gestellt. Also wir konnten dann relativ schnell dieses Protokoll zusammenstecken, die Frames dekodieren, Timeouts konfigurieren, konnten diverse Logger reinstecken, das alles von Netty zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir hatten da wirklich in ein paar Tagen das komplette Protokoll umgesetzt und direkt mit diesen Steuerungen integriert und hatten das am Laufen. Jetzt, warum so tief einsteigen? Warum so low level? Was hat uns das gebracht? Die Learnings, die wir daraus gezogen haben, waren zum einen, wie das System effektiv aufgebaut war, also wie das System vor Ort zum einen mechanisch zusammenhängt, also welche Wege auf der Anlage sind effektiv möglich. Und wir haben auch ein bisschen gesehen, wie die Steuerung einzelne Vorgänge meldet. Durch das wussten wir, was die PLC, also die Steuerung, uns liefern kann und was sie uns nicht liefern kann. Und wussten so in etwa schon, wie dieses High-Level-Interface zu diesen Steuerungen aussehen könnte. Was wir auch gemacht haben, zusammen mit der ALE, ist dann dieses Protokoll ein bisschen robuster. Also wir hatten zum einen relativ viel Protokollzustand drin, eine Sequenznummer, Abfolgen von Bestätigungen und haben alle diese Protokollzustand ersetzt und durch Idempotenz ersetzt. Das heißt, die Steuerungen können jetzt aktuell einfach ihren aktuellen Zustand über die Schnittstelle melden und unser System kann damit umgehen. Mit diesen Learnings sind wir dann einmal hingesessen in einem internen Workshop bei uns und haben gedacht, wie könnte so ein Toolset aussehen, das wir einsetzen? Und wir haben uns dazu entschieden, einen sehr klassischen Stack zu verwenden. Also wir verwenden keine exotischen Code hier jetzt oder exotische Frameworks, sondern wirklich eigentlich den klassischen Java-Stack aktuell. Mit der einzigen Ausnahme, dass es nicht Angular ist im Frontend, wir verwenden Vue und Vuetify, aber sonst sieht es eigentlich sehr, sehr klassisch aus. Das heißt, wir haben eine Single-Page-Application, die zum Beispiel die Kommissionierarbeitsplätze, Matthias hat das kurz gezeigt, darstellt, aber auch ein Administrationsfrontend zur Verfügung stellt für den Anlageverantwortlichen, damit er gewisse Dinge auf der Anlage konfigurieren kann oder auch Behälter abrufen, zum Beispiel manuell. Also wir haben hier dieses Frontend Vue.js und im Backend verwenden wir Java und Spring Boot. Wirklich ebenfalls sehr klassisch. Bieten eine REST-Schnittstelle an zum Frontend und binden dahinter, um die Daten zu speichern, MariaDB an. Also wir haben eine MariaDB-Datenbank, die unseren internen LVS-Zustand speichert. Die Umsysteme, die haben wir ebenfalls bereits gesehen. Wir haben eigentlich drei Steuerungen. Eine Steuerung, die die horizontale Förderanlage bedient und zwei Steuerungen, die zwei Regalbediengeräte bedient. Auf der anderen Seite, das System des Kunden, dieses ERP-System, wird angebunden, ich habe es bereits hier erwähnt, über eine Integration Database, ist eine DB2. Nachdem wir uns jetzt hier so für unseren Stack entschieden haben, haben wir uns gefragt, was sollte dann unsere Architektur uns bringen? Also welche Architekturziele haben wir beim Umsetzen dieser Anwendung? Und haben uns eigentlich für zwei Haupt-Requirements entschieden. Das eine ist, wir wollen eigentlich recht unabhängig sein von Implementierungsdetails. Weshalb? Diese Lager, das ist wirklich ein Gebäude, das irgendwo draußen steht und enthält viel Elektronik, extrem viel Mechanik. Und das wird nicht sehr schnell gewechselt. Die Lebensdauer dieser Komponenten ist üblicherweise relativ lang, insbesondere wenn sie im Betrieb sind und aktiv gewartet werden. Das heißt, es kann auch sein, dass beispielsweise einzelne Teile dieser Anlage im Lebenszyklus dann ersetzt werden, beispielsweise mit neueren Versionen der Scanner, das ist zum Beispiel im Verlauf des Projektes passiert,
Und wir möchten unsere Software so aufsetzen, dass wir in der Lage sind, mit diesen Änderungen an der Hardware umzugehen. Es ist Gebäude, es ist Mechanik, da ist Metall verbaut irgendwo. Und wir möchten, dass unsere Software möglichst die gleiche Lebensdauer hat wie die Anlage. Das heißt, dass unsere Software gleich lange betrieben werden kann wie die Anlage vor Ort. Und was wir ebenfalls möchten, ist, dass unser System mehrere Steuerungen zusätzlich anbinden kann, dass es ein bisschen skalierbar ist. Und mit skalierbar war es nicht das Ziel, dass die Performance gut ist. Das sicher auch, aber der Hauptinput da war, was würde passieren, wenn jetzt mehrere Gassen mit diesen Regalbediengeräten vor Ort gebaut würden. Unser System müsste damit umgehen können. Das war das erste Ziel. Das zweite Ziel, das wir uns gesetzt haben, wir möchten das möglichst resilient haben. Wir möchten aus der Erfahrung, die wir auch gehabt haben mit einem anderen Lagersystem, das wir nicht gebaut haben, möchten wir, dass das möglichst robust ist. Wir möchten da, dass wir möglichst wenig in den Betrieb eingreifen müssen. Ein Learning, das wir aus dem Betrieb eines anderen AKLs hatten, war, dass wir eigentlich nicht den Zustand des Lagers vor Ort bis ins letzte Detail modellieren möchten. Also war nicht unser Ziel, ein digitaler Zwilling dieser Anlage zu machen, wo wir exakt wissen, wie der Zustand jedes einzelnen Teils ist, sondern uns ein bisschen abstrahieren von dem und nur das wirklich Nötige bei uns reinnehmen in unseren Zustand. Und etwas, das wir ebenfalls relativ früh gesagt haben, ist, wir möchten, weil wir keinen digitalen Zwilling haben, auch nicht der Hauptauskunftsort sein für den Anlagezustand, weil wir sind ein bisschen weg von dieser Anlage. Wir sind Software, das irgendwo in einem Computer drin läuft. Der hat eigentlich keine Verbindung in die echte Welt. Die Verbindung in die echte Welt geschieht über diese Steuerungen. Und auch die Steuerungen sehen natürlich nicht alles in der echten Welt, sondern die Steuerungen sehen nur das, was die Sensoren ihnen melden. Also das waren unsere zwei Hauptziele. Wir möchten unabhängig von Implementierungsdetails sein und wir wollen ein robustes System bauen, damit wir den Echtweltzustand nur so weit kennen müssen, wie er für uns relevant ist. Jetzt, Thomas hat es zu Beginn gesagt, das ist ein spannender Titel, Buzzwords sind natürlich auch drin, Clean Architecture ist ein bisschen aufgekommen, ich glaube letztes Jahr oder sogar noch länger, als Uncle Bob noch sein Buch herausgebracht hat. Es ist aber schon relativ älter. Also hier die Clean Architecture von Uncle Bob, von Robert C. Martin, zeigt hier auch bereits so ein Zwiebelmodell. Und das ist das, was in seinem Buch beschrieben wird. Es gab aber schon bereits viel früher Architekturansätze, die eine sehr, sehr ähnliche Richtung gehen. Das andere ist zum Beispiel die Hexagonal Architecture, auch genannt Ports and Adapter von Alistair Cockburn. Und die Onion Architecture von Jeffrey Palermo. Und alle haben eine recht starke Ähnlichkeit. Und diese Bilder sind natürlich nicht zufällig ausgewählt. Die sieht man hier schon. Was ist die Ähnlichkeit all dieser? Also sie versuchen Implementierungsdetails, wie beispielsweise die Wahl der Datenbank, hier, hier und hier, nach außen zu schieben. Also eigentlich möglichst weit weg vom Kern der Applikation. Der Kern der Applikation, der sollte möglichst pur bleiben, also möglichst nicht mit Frameworks belastet sein und dann im Beispiel von der Hexagonal Architecture über diese Ports und Adapters mit der Außenwelt kommunizieren. Ein bisschen ausgeschrieben, das ist kopiert aus dem Blogbeitrag von Uncle Bob aus dem Jahr 2012, wo er ein bisschen beschreibt, was ist denn eine Clean Architecture? Also Clean Architecture soll sein independent of frameworks. Das heißt, dass die Architektur und die Software als Ganzes eigentlich nicht abhängig sein soll von der Existenz einer gewissen Bibliothek oder von einer featurebeladenen Software, hat er sie hier genannt. Sie soll auch testbar sein, also dass man diese Use Cases, die für den Kunden relevant sind, wirklich einfach testen kann. Soll unabhängig sein davon, wie der Kunde oder der Bediener, in unserem Fall der Lagermitarbeiter, mit unserer Software interagiert und soll unabhängig sein vom Speichermedium, wo das Data abgespeichert wird, also von der Datenbank. Er hat da noch einen fünften Punkt und ich habe da ein Fragezeichen drin. Es soll unabhängig sein von jeder externen Agency, also von jeder externen Entität. Und das ist ein bisschen jetzt schwierig hier zu verstehen. Er nennt es noch das Zitat, in fact, your business rules simply don't know anything at all about the outside world. Und bei uns im Lagerverwaltungssystem ist das natürlich ein bisschen ironisch, weil wir müssen ja exakt wissen, was in der outside world passiert, weil sonst können wir nicht interagieren. Also das hier ist ein bisschen für uns nicht so relevant.
Jetzt, wie sieht das konkret aus bei uns? Wir haben diese Schichten, diese Zwiebel, ob das jetzt eine Onion Architecture genannt wird oder Hexagonal Architecture, ist eigentlich nicht so relevant. Mehr ist so die Idee dahinter relevant. Und zwar haben wir diesen Kern, der möglichst pur ist und nichts von den externen Teilen der Anwendung weiß. Das ist bei uns der Core. Und wir kommunizieren über unterschiedliche Komponenten mit der externen Welt. Das eine ist, für die Webseite verwenden wir die REST Control von Spring, um die dem Kunden und der Web-Applikation, der Single-Page-Application zur Verfügung zu stellen. Das ist aber außerhalb unseres Kerns. Das ist ein Implementierungsdetail und da ist Spring auch drin. Der Kern aber ist komplett framework-frei. Damit der Kern kommunizieren kann mit den Steuerungen und dem Kundensystem, haben wir diverse Gateways, die auch auf den äußeren Layern sind. Und diese stellen ihre Funktionalität über ein Interface im Kern zur Verfügung. Auch die Datenspeicherung ist wirklich getrennt. Also wir haben Repositories, die ein Interface zur Verfügung stellen, dem Kern, und dann in unserem Fall jetzt per JDBC auf unsere MariaDB MySQL-Datenbank zugreifen. Jetzt sieht man das wahrscheinlich in jedem zweiten Blog-Eintrag über Clean Architecture. Wie sieht das bei uns jetzt ein bisschen konkreter aus? Und zwar haben wir diese unterschiedlichen Schalen der Zwiebel. Im Kern gibt es Klassen, die heißen beispielsweise Hofader, die heißen RPG. Darin ist Logik implementiert. Ein Regalbediengerät, das funktioniert, egal wie welcher Hersteller, das ist immer ziemlich ähnlich. Es fährt in einer Gasse und lädt Behälter auf von der einer horizontalen Förderanlage oder manuell und bringt es an einen Lagerplatz. Und diese Logik, die ist eigentlich komplett unabhängig davon, welches Regalbediengerät dann dort effektiv unterwegs ist. Es müssen gewisse Logikfunktionalitäten umgesetzt werden, die wirklich unabhängig sind. Umlagerungen beispielsweise, wenn ein Behälter von einem anderen verdeckt wird. Und diese Logik, die ist unabhängig davon, wie das RPG konkret vor Ort funktioniert. Damit dann diese abstrakte Logik, wie das RPG funktioniert, dann tatsächlich in die echte Welt übertragen werden kann, haben wir ein Gateway, das über unsere Schnittstelle, das ist unsere Netty-Pipeline, die wir zu Beginn gesehen haben, dann effektiv mit unseren Regalbediengeräten kommuniziert. Und dasselbe haben wir für die anderen Anlagenkomponenten ebenfalls. Also wir haben für die horizontale Förderanlage eine Repräsentation bei uns im Modell und wir haben auch dort ein Gateway, das dann mit der externen Welt kommuniziert. Bei den Repositories genau ziemlich ähnlich. Im Kern haben wir also wirklich die Business-Funktionalität und die Use Cases, die umgesetzt werden können oder müssen. Das gesamte Modell, der Order Dispatcher, der entscheidet, auf welchen Arbeitsplatz beispielsweise ein Auftrag disponiert wird. Oder dann, wenn wirklich der Auftrag am Arbeitsplatz abgearbeitet wird, der Order Processor, der das Ganze, den ganzen Use Case auf Ort steuert. Das Ganze, das hat einen Namen, das nennt sich das Dependency Inversion Principle. Und durch dieses Dependency Inversion Principle können wir den Kern unabhängig von der Außenwelt lassen. Im Buch von Onkel Bob gibt es auch diverse schöne Grafiken und er leitet das wirklich sehr interessant her. Es ist relativ einfach und hier ist eigentlich das klassische Beispiel. Wir haben den Order Processor, der dem Bediener vor Ort zeigt, aus welchem Fach er picken muss. Und der verwendet dann das Order Repository, um Daten zu speichern. Das Order Repository ist aber nur ein Interface, das im Core drin ist. Und auf der äußeren Schale haben wir dann zwei Implementierungen dieses Order Repository. Das eine ist das In-Memory Order Repository für Tests und das andere ist das JDBC Order Repository, um mit unserer Datenbank zu sprechen. Also hier kehren wir eigentlich dann die Source Code Abhängigkeit um und sagen, dass der Kern keine direkte Abhängigkeit auf die äußeren Schalen hat. Das Ganze haben wir in unserer Architektur dann auch enforced mit ArcUnit. Ich gehe da nicht aufs Detail ein. Roman Bertolami von uns hat einen sehr guten Blog-Eintrag geschrieben. Falls es euch interessiert, könnt ihr da dann noch durchgehen. So, wir hatten jetzt hier unsere Schichten. Wir haben ein bisschen gezeigt, welche Klassen bei uns auf welchen Schichten umgesetzt sind. Also und haben auch gesehen, dass dadurch der Kern eigentlich unabhängig ist von der effektiven Implementierung. Also wenn hier jetzt ein anderes ERP-System angebunden wird, dann können wir hier das Gateway anpassen und der Kern bleibt unberührt davon.
Das heißt, das erste Ziel, dass wir unsere Architektur, unsere Software von Implementierungsdetails abstrahieren können, haben wir bereits erreicht. Das zweite, diese Resilienz, die fehlt aber noch. Wir müssen hier jetzt noch irgendeine Möglichkeit finden, wie wir den Echtweltzustand möglichst robust in unser System reinkommen. Genau, was wir relativ früh mal gemerkt haben, auf so einer Anlage gibt es ganz viele Events, die so passieren. Also wenn ein Behälter gescannt wird, also ein Container Scanned Event, wenn es eine Störung gibt, es gibt sehr schnell und sehr viele Events, die dort ablaufen. Und wir haben relativ früh das Gefühl gehabt, ja, so ein eventgetriebener Ansatz, der könnte passen für dieses Problem. Die Frage ist natürlich, ja, was meint man mit eventgetrieben? Und Martin Fowler hat einen guten Blogartikel dazu geschrieben, What do you mean by event-driven? Und er beschreibt in diesem Blogartikel 4 Patterns. Und er schreibt eigentlich, wenn man eines dieser Pattern einsetzt, kann man eigentlich von einer eventgetriebenen Architektur sprechen. Und ich werde jetzt 3 dieser Patterns etwas näher beleuchten. Das erste Pattern, das er erwähnt, ist Event Notification. Er schreibt, this happens when a system sends event messages to notify other system of a change in its domain. A key element of event notification is that the source system doesn't really care much about the response. Also in unserem Fall, auf unsere Domäne angewandt, wir haben die Steuerung, die PLC, die sagt, ich habe einen Container gescannt. Sie schickt ein Container Scanned Event an das LVS, an das Lagerverwaltungssystem. Die Steuerung weiß eigentlich nicht so genau, was dann passiert bei uns. Sie erwartet keine Antwort. Und in dem Lagerverwaltungssystem können dann diverse Komponenten auf diesen Container Scanned Event reagieren. Ja, was ist der Vorteil davon? Ja, man kann den Receiver, also vom Sender, entkoppeln. Also in unserem Fall muss die Steuerung nicht genau wissen, was dann beim Container Scanned Event passiert, sondern sagt, ich habe einen Container gescannt, ich habe einen Container gescannt und es gibt dann im LVS drin Logik, die darauf reagiert. Wir werden anschließend dann im Code sehen, es hat aber auch ein wenig einen Nachteil, und zwar ist es relativ schwierig oder schwieriger zu sehen, was dann genau passiert, wenn ein Container gescannt wird, also welche Komponenten dann irgendetwas tun. Also so eine Übersicht über den Gesamtprozess ist schwieriger mit Event Notification. Das zweite Pattern, das er erwähnt, nennt sich Event Carried State Transfer. Und der Name ist ein wenig von REST inspiriert, also Resource State Transfer. Und er schreibt da, this pattern shows up when you want to update clients of a system in such a way that they don't need to contact the source system in order to do further work. Also in unserem Beispiel, wir haben wieder die Steuerung gesagt, ich habe einen Container gescannt. Und wenn wir jetzt Event Carried State Transfer machen, dann schickt sie nicht nur, hey, ich habe einen Container gescannt, sondern auch, das ist die Container-ID und ich habe den Container an dieser Position gescannt. Also sie schickt alle Informationen mit, die dann das Lagerverwaltungssystem benötigt, um darauf zu reagieren. Ja, was sind die Vorteile von diesem Pattern? Ja, auch wieder diese Entkopplung vom Sender und Receiver, aber wir reduzieren auch die Last auf den Supplier. Also das Lagerverwaltungssystem muss dann nicht fragen, wenn die Steuerung sagt, hey, ich habe einen Container gescannt. Ja, welcher war es dann? Sondern es kann einfach diesen Event nehmen und damit darauf reagieren. Der Nachteil davon ist, ja, man repliziert natürlich diese Daten. Also wo gerade ein Container war, das weiß jetzt nicht nur die Steuerung, sondern dann auch das LVS. Und durch das, was man diese Daten repliziert, entsteht Eventual Consistency. Aber Eventual Consistency ist etwas, das man in seinem Lager eigentlich sowieso hat. Also wir haben die echte Welt. Dort fährt ein Behälter auf der Hofer und der wird von einem Scanner gescannt und die Steuerung sagt, hey, ich habe einen Container gescannt. Genau in diesem Moment ist der Behälter ja nicht mehr dort. Oder genau in diesem Moment kann ein Lagermitarbeiter kommen und den Behälter von Hand von der Anlage nehmen. Also diese Eventual Consistency ist etwas, das man in so einem physikalischen System eigentlich sowieso hat. Das dritte Pattern, das er beschreibt, nennt er Event Sourcing. Und die Idee ist bei Event Sourcing, dass wir alle Events aufzeichnen und somit jederzeit den aktuellen Zustand löschen können und durch das Prozessieren der vergangenen Events wieder den aktuellen Zustand generieren können. Nehmen wir dazu ein anderes Beispiel. Es gibt den Container Stored at Event. Dieser Event wird ausgelöst, wenn ein Behälter eingelagert wird. Bei diesem Event hat es auch wieder die Container-ID und die Koordinaten, also wo habe ich den Behälter eingelagert. Und jetzt kann man dieses Problem unterschiedlich angehen. Eine Variante wäre,
Wir haben eine Tabelle, Container, wo drin steht, Container 1004 ist im RGB 1 auf der linken Seite und mit Koordinaten X5 und Y10 eingelagert. Man kann jetzt annehmen, jetzt kommt ein neuer Event rein und sagt, hey, der Behälter 1004 ist jetzt an einem neuen Ort eingelagert. Und was ich jetzt machen kann, ich kann einfach die Tabelle aktualisieren, Select oder Update oder so, und dann habe ich die Tabelle aktualisiert und der Behälter 1004 ist dann am neuen Ort. Wenn ich das tue, dann mache ich kein Event Sourcing. In einem Event Sourcing Approach könnte das zum Beispiel so aussehen. Ich habe wieder eine Tabelle, aber in dieser Tabelle speichert alle Events, die auf der Anlage passieren. In diesem Fall habe ich jetzt mal zwei Typen. Es gibt den Typ Container Removed. Das ist der Event, der ausgelöst wird, wenn der Behälter ausgelagert wird. Und es gibt wieder diesen Container Stored at Event, wenn ich einen Behälter einlagere. Wenn wir das gleiche Beispiel nehmen von vorher, es wird der Behälter 1004 wird eingelagert, dann füge ich einfach eine Zeile hinzu. Das heißt, ich lösche nie Daten, ich füge einfach immer neue Events hinzu. Ja, was ist jetzt ein bisschen die Problematik? Wenn ich jetzt herausfinden will, weil ja, was habe ich aktuell im Lager eingelagert, dann muss ich alle diese vergangenen Events prozessieren, damit ich weiß, was ist der aktuelle Lagerbestand. Was man dann häufig macht, in einem Event-Sourcing-Approach, man macht Optimierungen, zum Beispiel mit Snapshots. Man könnte sich vorstellen, dass man immer in der Nacht einen Snapshot generiert, das heißt, den aktuellen Lagerzustand generiert. Und durch den Tag muss man dann nur noch von diesem Snapshot, von diesem aktuellen Lagerzustand heraus die neuen Events applyen. Genau, ein bisschen mehr im Detail. Was sind die Vorteile von Event Sourcing? Eines ist der Audit. Da ich nie Informationen verloren geht, also ich mache kein Update, sondern ich füge immer nur Informationen hinzu, kann ich sehr gut nachvollziehen, was ist passiert. Auch das Debugging. Ich kann alle diese Events runterkopieren auf meine Entwicklermaschine und kann dann nachvollziehen, ah, wie ist die Lage in diesen Zustand gekommen. Ich habe eine Historie, ich sehe genau, was auf der Anlage passiert ist. Das sind sicher so die Vorteile. Die Nachteile, es ist eher unüblich. Also die meisten Systeme, die wir bauen oder auch gebaut haben in der Vergangenheit, verwenden kein Event-Sourcing. Es erhöht auch ein wenig die Komplexität. Das ist schwieriger jetzt zu sagen, ja, was habe ich jetzt genau im Lager eingelagert zu diesem Zeitpunkt, weil ich muss ja alle diese Events prozessieren, um das herauszufinden. Und der dritte Punkt ist die Versionierung. Da ist insbesondere dann schwierig, wenn sich zum Beispiel die Business-Logik ändert, die ein Event verarbeitet. Wenn sich die Business-Logik ändert, muss ich eventuell sogar diese Business-Logik versionieren, damit ich immer noch in der Lage bin, zum selben Resultat zu kommen, wie vielleicht vor 2 Jahren. Genau, ihr habt jetzt diese 3 Patterns gesehen. Und jetzt ist es mal Zeit, selber kurz die Hirnzellen zu aktivieren und zu überlegen, ja, welches dieser 3 Pattern würdet ihr jetzt für dieses Problem einsetzen? Oder ihr könnt auch sagen, keines dieser 3. Oder auch mehrere, es ist eine Multiple-Choice-Frage. Genau, die Umfrage ist jetzt aufgeschaltet. Bitte überlegt euch kurz, ja, welches Pattern wollt ihr einsetzen und schickt uns eine Antwort. Genau, wir warten ein kurz, alle sich Gedanken gemacht haben. Okay, also die Umfrageergebnis, Event Carrier State Transfer im Moment vorne mit 44%, gefolgt von Event Sourcing mit 32% und dann Event Notification mit 22%. Also der Winner ist Event Carrier State Transfer. Und keines dieser Pattern ist mit 2% am Schluss. Okay, ja, was haben wir jetzt gewählt? Wir haben Event Carrier State Transfer gewählt, aber ohne Event Sourcing. Wie Florian erwähnt hat, ist es eine Entkopplung, aber also was waren die Gründe dazu? Das eine ist wirklich diese Entkopplung, also von der Steuerung und vom LVS, dass die Steuerung muss nicht wissen, was genau passiert, wenn ein Behälter gescannt wird. Aber wir werden nachher auch sehen, dass das intern bei den Komponenten innerhalb des LVS auch der Fall ist. Dann wollen wir wirklich auf diese Events reagieren und diesen Zustand, den wir managen müssen, reduzieren. Was ist so der Nachteil an diesem Entscheid? Ja, wie erwähnt, es ist dann schwieriger zu sehen, was genau passiert, wenn zum Beispiel ein Container gescannt wird. Wir sehen das dann gleich im Code. Und ein weiterer Nachteil ist so diese asynchronen UIs. Also wenn ein Lagermitarbeiter sagt, ja, Behälter einlagern zum Beispiel,
dann wird am Schluss irgendwo ein Event generiert und er kommt nicht gerade sofort Feedback rüber. Also es hat so eine asynchrone Komponente dann im UI drin. Yeah, let's go into the code. Okay. Wie vorhin erwähnt habt, setzen wir das Clean Architecture Pattern ein oder Onion Architecture, wie man dann immer sagen will. Wir sehen jetzt hier drei Packages. Wir sehen Core, Gateway und Infrastructure. Und die Idee ist, dass Core Infrastructure und Gateway nicht kennt. Dies könnte man natürlich auch anders lösen, zum Beispiel mit Maven Modules. Genau, in unserem Fall setzen wir jetzt Arch-Unit ein, das sicherstellt, dass eben Core eigentlich keine Abhängigkeiten hat auf die Infrastruktur oder auf die Gateways. Wenn wir jetzt in den Core ein wenig reintauchen, dann sehen wir hier die verschiedenen Komponenten. Und in unserem Beispiel geht es jetzt wieder mal darum zu schauen, ja, was passiert dann, wenn so ein Container gescannt wird? Wie funktioniert das? Der Container wird von der horizontalen Förderanlage gescannt, also Hofer, da gehen wir mal rein, schauen, was hat die da für Events. Und wir sehen jetzt hier verschiedene Events, die von der Hofer ausgelöst werden. Eine davon ist Container Scanned. Das ist der hier. Zuklappen. Was wir hier sehen, das ist eine ganz normale Plain Old Java Klasse. Mit Java 16 könnte man das zum Beispiel auch mit einem Record umsetzen. Das Container Scanned Event, der hat zum einen eine Container ID, also welcher Container hat das gescannt. Und eine Position, also wo habe ich den Container gescannt. Was ich vorher verschwiegen habe, es gibt auch ein Ziel. Also die Hofer, das ist die Steuerung der Hofer, merkt sich auch immer, wo es der Behälter hinschicken will und sagt, aktuell hat dieser Behälter das Ziel Kommissionierarbeitsplatz 1 zum Beispiel. Und wir können dann sagen, oh nein, bitte schick es an Kommissionierarbeitsplatz 2. Genau, also so ist ein Event aufgebaut. Wenn wir jetzt mal schauen, wo wird dieses Event erstellt, dann sehen wir ja ganz viel Testcode, hier grün. Und wir sehen aber hier dieses Hofer Gateway. Ja, schauen wir mal in dieses Hofer Gateway rein. Man sieht hier, ja, hier gibt es so eine Handle Transport Update Methode. Vielleicht scannen wir mal ein bisschen hoch. Wie ist denn das aufgebaut? Wir sehen dieses Hofer Gateway. Das hat einen Event Publisher und einen PLC TCP Client. Wenn wir das Event Publisher Interface kurz anschauen, sehen wir, ah, das ist ein Ding, wo ich Events publishen kann mit einer Publish Methode. Dann habe ich den PLC TCP Client und wir sehen hier wird so ein PLC TCP Client erstellt. Das ist der Client, der dann wirklich über dieses Low-Level-Protokoll mit der Steuerung kommuniziert. Und wir sehen, dass hier ein Message Handler registriert wird und man wird selber als Message Handler registriert mit dem DIS. Schauen wir uns kurz, was ist der Message Handler? Der Message Handler ist ein Ding, das so eine Message bekommt, eine PLC Message. Zurück. Das heißt, hier drin hat es jetzt irgendwo eine Methode. Oh, Handle Message heißt, wo diese Message von der Steuerung reinkommt. Dann wird geschaut, ja, welcher Typ dieser Message ist das? In unserem Fall ist es ein Transport Update. Mal schauen, was denn dort passiert. Gehen wir in die Methode Handle Transport Update. Was dort passiert, diese Message wird in ein Transport Update Message in gecastet. Man kann sich vorstellen, es gibt diese Low-Level Messages von dieser Steuerung. Und was wir jetzt machen, wir nehmen diese Low-Level-Message und erstellen daraus ein Domänen-Event. In unserem Fall dieser Container-Scanned-Event, wo der Container drin ist, die Position und das Ziel. Genau. Dieser Event wird dann auf dem Event-Publisher publiziert. Okay, also wir haben jetzt gesehen, der Event ist reingekommen, ist publiziert auf diesem Publisher. Der nächste Schritt ist natürlich, ja, wo wird jetzt dieser Event dann verwendet? Also wer hört darauf? Können wir vielleicht mal so schauen, wer das überall verwendet. Und wir sehen jetzt schon, es gibt viel mehr produktiver Code, wo dieser Container-Scanned-Event drin vorkommt. Also es gibt diverse Komponenten innerhalb dieses LVS, die auf diesen Event reagieren. Eine davon ist der Container-Tracker und den schauen wir uns an. Der Container-Tracker ist ein Ding, das aufzeichnet, wo welcher Behälter gerade war. Wir sehen hier, dieser Container-Tracker, der hat ein Event-Journal. Und dieses Event-Journal schreibt er Events rein, die reingekommen sind. Wir sehen überall diese Methoden mit on-event und in diesem Fall Container-Scanned. Also
Aber wir nehmen jetzt mal an, bei diesem On-Event kommt dann dieser Container Scant Event rein und der wird dann in dieses Journal reingeschrieben. Was wir auch sehen, ist, dass am Schluss hat der Return Empty List. Und zwar ist es so, dass so ein Event-Handler, den wir jetzt hier haben, der kann Events konsumieren, also Container Scant, aber er kann auch wieder selber neue Events generieren, was jetzt in diesem Fall nicht der Fall ist. Schauen wir uns kurz mal das Event-Journal an. Und wir sehen, der Event-Journal, das ist einfach ein Interface. Also mal schauen, was es da für Implementierungen gibt. Und wir sehen, es gibt eine In-Memory-Implementierung und eine JDBC-Event-Journal-Implementierung. Und das ist so ein Ort, wo man jetzt diese Clean Architecture sieht. Also der Container-Tracker, der hat dieses Event-Journal oder diese Event reinschreibt, aber der weiß nicht so genau, wie das genau im Hintergrund implementiert ist. Und vielleicht so, ja, was gibt es überhaupt dieses Feature, also dieses Event-Journal? Die Idee ist, dass zum Beispiel ein Lagermitarbeiter, vielleicht ein Behälter, der er gar nicht findet, kann oder hat einen Behälter vor sich und will wissen, wo war der vorher und kann dann im UI auf dieser Single-Page-App schon schauen, ah, dieser Behälter, der war vorher dort und dort. Darum gibt es diesen Container-Tracker. Okay. Da haben wir so viel zum Code. Genau, also was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, von dieser Steuerung kommt ein Telegram rein. Dieses Telegram kommt bei diesem PLC-TCP-Client rein. Der ruft dann diese Handle-Message-Methode auf dem Hofer-Gateway. Das Gateway nimmt diese Low-Level-Message und wandelt diese in einen Domain-Event um und publiziert diesen Event auf dem Event-Publisher. Beim Event-Publisher gibt es dann diverse Komponenten, die darauf hören, zum Beispiel diesen Container-Tracker, aber auch noch viele weitere, die dann auf diesen Container-Scant-Event reagieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie setzen wir dieses System hier um? Also hier kommen Messages rein und die hören so auf Messages. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Die offensichtliche Antwort darauf ist natürlich Kafka. Wir könnten natürlich einen Kafka-Cluster aufsetzen mit 3 Zookeeper-Nodes und 32 GB Memory. Das ist natürlich auch sehr toll für den CV. Aber leider hat unser Industriecomputer nur gerade 8 GB RAM und nur 2 CPU-Kerne. Daher ist Kafka wahrscheinlich weniger geeignet. Wir haben uns dann umgeschaut und geschaut, ja, gibt es dann noch andere Messaging-Systeme neben Kafka? Und tatsächlich, die gibt es. Eine davon ist zum Beispiel Chronicle Q. Und wir haben uns dann für Chronicle Q entschieden, dass wir mit dem starten. Chronicle Q ist ein Messaging-Framework für High-Performance und kritische Anwendungen. Jede Message, die reinkommt in so eine Queue, wird auf die Disk geschrieben. Und zwar verwendet Chronicle Q Memory Map Files. Durch das, dass diese Memory Map Files verwendet werden, hat Chronicle Q sehr gute Garantien im Low-Latency-Bereich. Also sie garantieren, dass eine Message unter einer Millisekunde verschickt werden kann. Unter anderem wird Chronicle Q auch für High-Frequency-Trading-Systems verwendet. Ja, wir haben jetzt ja kein High-Frequency-Trading-System, aber Chronicle Q war auch sehr gut für unsere Anwendungsfall geeignet, weil es relativ wenig Ressourcen braucht und relativ einfach ist, in eine Java-Anwendung zu integrieren. Und gerade diese Low-Latency-Eigenschaft ist auch etwas, das für uns zentral ist. Wir waren etwa 3-4 Monate produktiv mit dieser Chronicle Q und hatten dann bei einem Update ein Problem mit dieser Serialisierung, Deserialisierung. Wie ich erwähnt habe, wird jede Message auf die Disk geschrieben. Florian hatten dazu ein Issue eröffnet auf GitHub, dass wir eben dieses Problem haben. Und was man dazu sagen muss, also Chronicle Q ist Open Source, es gibt auch eine Enterprise-Version, aber wir haben die Open Source-Version und dieser Issue wurde dann innerhalb von einem Monat geschlossen. Was wir aber dann merken ist, ja, eigentlich brauchen wir diese Persistenz nicht. Am Anfang hatten wir das Gefühl, ja, diese Persistenz ist für uns sehr hilfreich, weil dann können wir alle diese Events runterkopieren von diesem Lagerverwaltungssystem und können dann bei uns auf dem Entwicklerrechner zum Beispiel Fehler analysieren und debuggen. Aber nach mehreren Monaten Betrieb merken wir haben das gar nicht gebraucht. Wir haben das nie verwendet. Und dann haben wir gesagt, ja, brauchen wir überhaupt diese Persistenz? Und sind dann zum Schluss gekommen, nein, wir können eigentlich darauf verzichten. Und weil wir die Persistenz nicht benötigen, konnten wir dann Chronicle Q relativ einfach, und auch das ist wieder so ein Vorteil von Clean Architecture, mit einer In-Memory-Implementierung ersetzen. Und wir haben dann, wie man hier auf dem Slide sieht, eine relativ einfache In-Memory-Queue, In-Memory-Implementierung implementiert.
Man sieht hier, es wird da eine Blocking Queue verwendet, also Standard Java Collection. Es gibt eine Register-Methode, wo sich die Consumer registrieren können, also zum Beispiel der Container-Track kann sich registrieren, dass er Events empfängt und er kommt dann so eine eigene Queue zurück über. Und es gibt eine EnQueue-Methode, wo man Events publizieren kann. Also der Container-Tracker, der hat dann wie eine eigene Inbox, wo er solche Messages bekommt. Und das tönt wahrscheinlich einem anderen Framework, das es eigentlich schon gibt. Florian, vielleicht kannst du etwas dazu sagen. Genau, also als wir das gebaut haben, da haben wir uns die Frage gestellt, also eigentlich, was wir hier machen, ist, eigentlich bauen wir das Acht-Uhr-Modell irgendwie nach. Und das stimmt, also irgendwie hat es sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit dem Acht-Uhr-Modell, was wir gemacht haben. Da stellt sich natürlich die Frage, und die Frage haben wir uns auch gestellt, ja, warum verwenden wir dann nicht Akka, um dieses Ganze zusammenzuhängen? Und wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das ist ein eigenes Framework, komplett getrennt eigentlich von den anderen Dingen, die wir einsetzen. Wir wollten diese zusätzliche Komplexität nicht reinnehmen. Haben uns dann auch ein bisschen umgehört und geschaut, ob es irgendwie schlankere Alternativen gibt. Und es gibt diverse Umsetzungen des Acht-Uhr-Modells auf der JVM. Hier gibt es ein paar, die wir uns angeschaut haben. Haben uns dagegen alle entschieden, aus unterschiedlichen Gründen. Das, was am interessantesten ist, insbesondere dann für die Zukunft, das hier in der Mitte, das Fibri, das Dinge der JVM verwendet, die noch nicht öffentlich sind, also durch das Project Loom und diese Fibers. Also das ist sehr interessant, werden das sicher im Auge behalten, aber wir haben keine dieser Implementierung aktuell drin, sondern es ist wirklich selbst gebaut. Jetzt haben wir immer davon gesprochen, hat es schon gesagt, also Kafka war keine Option, wir haben kein 32 GB RAM zur Verfügung, wo läuft denn das Ding überhaupt? Üblicherweise bei uns im klassischen Standard-Stack würden wir in die Cloud deployen. Das war hier aber nicht möglich, aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits wollten wir die Latenz sicherstellen mit der Kommunikation der Steuerungen und zum anderen sind diese Komponenten gar nicht über das Internet erreichbar. Also diese Komponenten vor Ort, die sind in mehrere Netze aufgeteilt, so dass diese Steuerungen nur vor Ort angesprochen werden können. Was wir gemacht haben, ist, wir haben jetzt Software, die vor Ort läuft. Wir haben hier einen Industriecomputer, der im Schaltschrank direkt bei der Anlage läuft und darauf läuft unsere Software, darauf läuft unser Lagerverwaltungssystem. Weil wir aber ein bisschen cloud-affin sind, wir haben es in der Vorstellung auch gesehen, möchten wir darauf natürlich nicht verzichten. Deshalb machen wir beides. Und wenn wir jetzt im Marketing arbeiten würden, dann würden wir sagen, wir machen Edge Computing. Fakt ist, wir haben Komponenten, die zum einen vor Ort laufen und wir haben Teile, insbesondere das Monitoring, das wir von der Cloud benötigen und verwenden. Unser Standard Cloud Provider ist die Google Cloud und auch hier haben wir diese Monitoring-Komponenten direkt in der Google Cloud drin. Wir haben also wirklich ein Projekt für Software, die eigentlich vor Ort läuft. Vor Ort läuft dann zum einen diese Industriecomputer, es sind zwei davon. Wir haben noch einen Cold Standby in einem anderen Teil des Gebäudes, in einem anderen Brandabschnitt, falls vor Ort irgendetwas passiert, dass wir den Standby trotzdem noch zur Verfügung haben. Und darauf laufen jeweils MariaDB-Nodes und die sind repliziert untereinander. Mhm. Also falls jetzt der Masternode aus irgendeinem Grund ausfallen sollte, könnten wir den Cold Standby aktivieren und online nehmen. Das läuft vor Ort. Was läuft dann bei uns in der Cloud? Bei uns in der Cloud läuft zum einen das Monitoring, also unsere Nodes, die werden gemonitort durch einen Agent, der diverse Monitoring-Daten bei uns in die Cloud hochschickt. Und insbesondere werden auch unsere Message-Queues und die Messages, die ausgetauscht werden, gemonitort. Zum anderen werden die Logdaten aller Komponenten, also zum einen unserer Software selbst, aber auch des Betriebssystems, das auf diesen Nodes läuft, direkt in die Cloud übertragen. Das hilft insbesondere für das Monitoring zum einen, also wir monitoren auch gewisse Log-Einträge und zum anderen, wenn irgendetwas vor Ort passiert, haben wir sehr, sehr schnell Zugriff auf diese Logs und müssen nicht zuerst ins VPN gehen, des Kunden, dann auf diese Maschine connecten, sondern haben das wirklich zum Teil auch auf dem Mobile direkt verfügbar. Matthias hat es gesagt, wir machen nicht Event-Sourcing, aber was wir machen, jeder Event, der erzeugt wird im System, der wird trotzdem abgespeichert und der geht bei uns in ein Data Warehouse, das wir in der Cloud haben, ins Google BigQuery. Und in Google BigQuery haben wir aktuell jede Nachricht seit Produktivgang
gespeichert. Also wir haben trotzdem die Möglichkeit zu schauen, was ist auf dieser Anlage passiert. Also diese Auditability, einer der Vorteile des Event-Sourcing-Ansatzes, haben wir trotzdem. Zu sagen ist hier, diese Daten, die sind nicht strukturiert abgelegt. Das bedeutet, das ist wirklich Text, das wir da haben. Wir können dann diesen State nicht daraus reproduzieren oder nur mit sehr, sehr großem Aufwand. Das ist wirklich nur da, dafür da, dass wir beispielsweise Material wiederfinden können, das verloren gegangen ist. Was passiert ist beispielsweise, ein Behälter fährt hin, jemand nimmt Material oder Buchmaterial raus und schickt den Behälter dann wieder weiter. Das heißt, in unserer Datenbank im Zustand heißt es, das Material ist nicht mehr drin, aber es ist immer noch im Behälter. Und mit unserem Auditing-Tool direkt in Google BigQuery haben wir die Möglichkeit, bis zu Beginn des Lagers eigentlich zu schauen, wo das denn dieser Behälter effektiv, wo das dieses Material in welchem Behälter drin war. Jetzt klingt das natürlich alles super toll, aber das Ganze funktioniert natürlich nicht komplett störungsfrei. Das ist jetzt ein Bild hier, ich glaube von dieser oder von letzter Woche. Und was wir sehen hier ist, das einerseits hier auch das Monitoring unserer Message Queue. Und wir sehen hier, dass hier die eine Message Queue Nachrichten aufstaut, bis es da hier praktisch Platz, also bis 4000 Messages, die nicht verarbeitet werden. Und das macht sich natürlich auch physikalisch bemerkbar. Da gehen wir aber nicht genau darauf ein, aber genau das ist jetzt ein großer Nachteil, dass man hier jetzt nicht direkt sieht, was ist der Auslöser. Also wir sehen zwar, dass irgendeine Komponente, wir sehen hier im Monitoring auch, welche Mailbox das ist, also welche Komponente jetzt hier, in diesem Fall war es, sie war langsamer aufgrund der Datenbank. Das ist jetzt schwieriger ein bisschen zu erkennen, was zu dem führt. Das ist ein bisschen ein Nachteil und wir sind jetzt sehr gespannt auf die Diskussion, die anschließend dann folgen wird. Und das war der Teil, den wir vorbereitet haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, vielen Dank. Sehr spannend. Ich liebe solche Real-World-Beispiele. Das haben wir viel zu selten. Also vielleicht auch an euch, die ihr jetzt zugeschaut habt, wenn ihr sowas auch in eurem Umfeld habt. Wir sind sehr interessiert daran. Ja, wir haben Fragen. Sind einige da? Ich denke, es werden noch mehr kommen. Beginnen wir doch mit der Top-Voted-Frage. Die ist von Markus im Nachhinein betrachtet. Da ist man ja schließlich immer schlauer. Beurteilt ihr eure Entscheidung für Event-Carried State Transfer without Event Sourcing eher positiv oder eher negativ? Und weshalb? Also im Nachhinein ist es sehr positiv. Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Es hat signifikante Nachteile. Wir haben das im Monitoring gesehen. Also es war wirklich ein Fall, den ich letzte Woche analysieren musste. Und da ist es teilweise wirklich schwieriger, die Ursache und Wirkung genau zu sehen und zu sehen, was dann zu einem speziellen oder ungewünschten Verhalten in der Anwendung führt. Also es ist nicht immer nur alles rosig, aber was es uns wirklich gebracht hat, ist, wir müssen praktisch eigentlich nicht, wir können auch nicht, weil wir keinen Zustand haben, aufgrund des Lagerzustands in unsere Software eingreifen. Also es ruft mich niemand an und sagt, du, beim Platz 7 steht Behälter XY, aber den sehe ich nicht im Frontend. Dadurch, dass wir den State eigentlich nicht führen oder nur darauf reagieren, wie sich der State verhält, haben wir also wirklich sehr, sehr ein robustes System. Also solche Telefone bekommen wir eigentlich nicht. Okay. Dann willst du auch noch etwas sagen, Matthias? Also soll ich zur nächsten Frage? Nein, ist okay. Gut. Daniel fragt, wie viele Events pro Sekunde verarbeitet eure Lösung? Wir schauen gerade schnell in der Google Cloud, wo wir das auf die Kürze herausfinden. Ich hätte gesagt... Ein paar hundert in der Minute, ja. Okay. So in dieser Größenordnung. Dann von Christian ist die Frage, kannst du noch einmal erläutern, wieso es eine Versionierung der Business-Logik braucht, wenn man Event-Sourcing einsetzt? Genau, also es kommt natürlich darauf an, ob sich die Business-Logik ändert und ob man zum Beispiel Snapshots macht. Aber nehmen wir mal an, wir haben Events über die letzten 2 Jahre aufgezeichnet. Und innerhalb, also jetzt zum Beispiel jetzt heute, ändert die Business-Logik, wie wir diesen Event prozessieren.
Und jetzt ist die Frage, ja, wenn wir jetzt den Zustand löschen und mit der neuen Business-Logik alle alten Events produzieren, bekommen wir immer noch das gleiche Resultat wie vorher. Und um das sicherzustellen, muss man dann zum Teil eben diese Business-Logik versionieren. Also in der Regel will man das verhindern, aber das kann es geben. Ja. Mhm. Genau. Andere Frage von Christian, wie deployt ihr die Lösung? Und da gibt es ja wahrscheinlich dann zwei Fragen, weil ihr auf verschiedenen Plattformen die Lösung verteilt habt. Also wie deployt ihr das alles? Ja, also eher klassisch, also per VPN verbinden und dann rüber kopieren mit Shell-Scripts. Also gut, das ist ja sicher der Teil, der auf der Industrieanlage läuft und die Cloud, die deployt ihr wahrscheinlich nicht so, oder? Nein, also aber das ist mehr mal eine Konfiguration und dann hat man das Ganze verbunden mit einem Agent, der auf der Industrieanlage läuft. Also ja. Florian, hast du noch eine Ergänzung dazu? Genau, also wir hatten es ja am Anfang bei den CVs, also wir sind große Fans von Continuous Deployment und es tut wirklich ein bisschen weh, aber wir kommen da nicht an diese Anlage direkt ran aus dem Internet, deshalb ist die Automatisierung relativ schwierig. Was wir machen ist, wir haben eine Bitbucket-Pipeline, die unsere Software so baut, dass man sie 1:1 vor Ort installieren kann. Das heißt, es fällt dort ein ZIP-File raus, da hat es auch diverse Scripts drin, die den Computer beispielsweise ebenfalls in den Zustand bringen, den man haben will. Also da ist da wirklich auch der Zustand des Betriebssystems ist ebenfalls in unserem Code drin. Das heißt, der manuelle Schritt ist darin, dass man dieses ZIP auf diesen Computer bringen muss und dann ist es die Ausführung eines Skripts, um das dann vor Ort zu deployen. Okay, und wie bringt ihr die Elemente in die Google Cloud? Wie macht ihr das? In der Google Cloud haben wir eigentlich keine aktive Komponente, die Code ausführt. Also da ist wirklich das Monitoring ist da drin und unser Data Warehouse. Aber für die BigQuery kennen, ist mehr oder weniger schemaless. Also da müssen wir auch keine Versionierung machen. Das wird dann direkt in der Konfiguration der Hauptanwendung eigentlich mit ausgeliefert. Also diese Konfiguration der Hauptanwendung, die vor Ort läuft, enthält auch die Konfiguration, wie diese Daten in die Google Cloud hochgeladen werden. Das ist eigentlich ein einziges Artefakt, das aus unserer Pipeline rausfällt, das alles enthält darin. Also wir haben nicht zwei Pipelines, die irgendwie parallel laufen und synchronisiert werden müssen, das ist wirklich in einer drin. Okay. Dann von Stefan, wie geht ihr mit Race Conditions bei Events um? Also Stichwort Eventual Consistency. Ja, sehr spannende Frage, vielen Dank. Wir haben das nicht im Vortrag, weil wir wollten nicht, dass es ein bisschen länger dauert. Wir verwenden noch ein Pattern, das nennt sich Singular Update Queue. Und das bedeutet, dass für uns ist im System immer klar, welche aktive Komponente zuständig ist für einen Teil des Workflows. Das heißt beispielsweise, wir haben die Klassen gesehen, der Order Processor und der Order Dispatcher. Und diese Aufträge, die auf der Anlage, diese Orders ausgeführt werden, die haben unterschiedliche Zustände. Also neue Aufträge sind zum Beispiel im Open-Zustand und dann gibt es unterschiedliche Zustände, die so laufen, bis sie abgeschlossen werden. Und jetzt ist es eigentlich immer klar, welcher Auftrag von welcher Klasse aufgerufen, also bearbeitet wird. Das kann nicht parallel passieren. Damit wir dann innerhalb eines solchen Prozessors keine Race Conditions haben, gibt es eine Single Update Queue. Das heißt, dieser Prozessor, der ist single-threaded. Der geht seine Inbox durch, ist eigentlich wirklich sehr, sehr ähnlich wie ein Aktor, geht seine Inbox durch und beantwortet Nachricht nach Nachricht in der Sequenz, wie sie reingekommen sind. Deshalb kann auch das passieren, was wir vorhin gesehen haben, in der letzten Slide, dass durch einen langsamen Prozess sich die Mailbox füllt. Was ist der Nachteil davon? Der Vorteil davon ist, dass wir diese Race Conditions in einer einzelnen Silo eigentlich nicht haben. Mhm. Jetzt muss ich rasch ins Archiv springen, weil ich habe aus Versehen die Frage von Paul voreilig archiviert. Die habe ich noch gar nicht gestellt. Was passiert mit den Events, die nicht verarbeitet werden? Also gibt es das überhaupt? Nein, gibt es eigentlich so nicht. Also die Events werden prozessiert. Also. Was ist, wenn eure Lösung irgendwie nicht läuft? Es ist ja so, dass wir nur eine In-Memory-Queue haben. Also wenn unsere Lösung nicht läuft, empfangen wir keine Events und die okay. Queue ist leer. Also nicht da. Ja. Also die Queue, beim Start haben wir wieder einen frischen Zustand
Und das war halt ein bisschen halt also die Idee, dass wir wirklich reagieren auf diese Events, die dann reinkommen, weil die Anlage, die steht ja vielleicht nicht still, aber unsere Anwendung läuft nicht. Und durch das, wenn man neu startet, hat man wieder eine leere Queue und die Inbox ist leer. Genau, vielleicht noch zur Erläuterung da, also diese Garantie, also die Events, die kommen an, die werden mindestens, also die Methode, die wird aufgerufen. Was aber natürlich passieren kann, ist, dass der Event schief läuft. Also, dass bei uns im Processing irgendetwas nicht verfügbar ist. Datenbank ist nicht da, das ERP-System des Kunden ist nicht da, oder es gibt einen Verbindungsunterbruch zu den Steuerungen. Und da gibt es einfach so ein Retry-Mechanismen in der Form, dass zum einen über UI die Prozesse direkt wieder getriggert werden können und die gleichen Events wieder ausgelöst werden. Zum anderen haben wir beim Protokolldesign mit den Steuerungen darauf geachtet, dass diese Steuerungen den Zustand immer repetitiv melden. Das heißt, wenn sich der Zustand auf der Steuerung jetzt beispielsweise nicht geändert hat, stellen wir uns vor, ein Behälter ist da, der Lagermitarbeiter sagt, ich habe das Material rausgenommen und irgendetwas geht jetzt schief beim Verarbeiten dieses Events, das Material rausgenommen werden. Dann steht der Behälter immer noch da, der fährt nicht weg. Der fährt erst weg, wenn dieser Event erfolgreich abgearbeitet wurde. Das heißt, da hat man dann automatisch im UI den Retry-Mechanismus drin, indem das der Mensch da sieht, der Behälter steht noch da. Die Steuerung sagt auch, da steht immer noch derselbe Behälter am Platz. Periodisch sagt sie das, am Platz steht Behälter. Und dann kann der Bediener kann dann einfach noch einmal auf den Knopf drücken. Und wenn es ein transientes Problem war, also die Datenbank war weg und ist dann vielleicht wieder da, dann würde der Behälter dann wieder wegfahren. Okay, ja. Der Dominik fragt, was für Garantien gibt es bei Netty für die Event-Notifikation? At most once, at least once oder exactly once? Das ist ebenfalls eine gute Frage. Also Netty selbst ist da eigentlich, wenn man so auf einem Low-Level sind wie wir, agnostisch. Also da gibt es genau das, was es bekommen hat, gibt es weiter und wenn dann ein Fehler passiert, ist das weg. Mhm. Also muss man das auf Protokollebene dann entsprechend, also wenn wir jetzt wirklich ein Messaging-Protokoll machen, das zum Beispiel at least once delivery umsetzen würde, müsste man das auf Protokollebene machen. Und Netty selbst ist da agnostisch, da kann man alles bauen damit. Und das ist dann wirklich auf dem Protokoll, dass man das umsetzen muss. In unserem Fall ist es einfach wirklich, also at most once, also die Steuerung schickt das und dann kommt es an oder es kommt nicht an. Und wie gesagt, im Protokoll der Steuerung haben wir das so umgesetzt, dass die Steuerung das dann den Anlagezustand immer wieder schickt. Also da bekommen wir eigentlich den Anlagezustand laufend hoch zu uns. Mhm. Der Michael fragt, wie testet ihr euer System? Simuliert ihr ein virtuelles Lagerhaus auf eurer Dev-Umgebung? Nicht komplett. Also wir haben viele Unit-Tests, wir können einen Teil simulieren, aber wir haben jetzt nicht einen kompletten Simulator geschrieben, der wirklich, also dieses Low-Level-Protokoll zum Beispiel auch simuliert. Genau, aber das ist halt wieder dieser Vorteil von Clean Architecture. Den ganzen Core können wir eigentlich mit Unit-Tests testen. Mhm. Und dann gibt es eben einen Teil, den wir ein bisschen simulieren können. Aber ein großer Teil ist wirklich mit Unit-Tests getestet. Und dann natürlich auch vor Ort mit der Anlage selber, aber das ist dann mehr das manuelle Testing dann. Mhm. Also das heißt, irgendwann seid ihr mit der Lösung dann ins Lagerhaus und habt geschaut, ob das auch so tut, wie es soll. Ja, ja, sehr früh. Also vorhin hat er erwähnt, wir hatten eine Steuerung bei uns vor Ort, zum Beispiel um dieses Protokoll, diese Integration zu testen. Aber auch sehr früh im Prozess ging man mal vor Ort und hat dann diese einzelnen Komponenten angesteuert. Das war also dieser Vorteil, durch das wir mit diesem Low-Level-Protokoll begonnen haben, konnten wir sehr früh mal zum Beispiel mit dem Regalbediengerät kommunizieren und schauen, ja, können wir jetzt einen Behälter ein- und auslagern? Funktioniert das so, wie das Protokoll spezifiziert ist? Mhm. Und hat das mehr oder weniger reibungslos funktioniert oder gab es da dann große Überraschungen? Vielleicht, Flo, kannst du da das dazu sagen? Ich war der Erste da im Lager, genau, ja. Also es war wirklich spannend. Also diese Software auf dieser Anlage, die ist auch sehr, sehr lange nicht gelaufen. Und die Ale musste dann einen großen Teil dieser Software, also oder praktisch alles neu implementieren. Also es gab zum einen Überraschungen, vor allem auch mechanischer Art. Also zum Beispiel diese Regalbediengeräte, die stehen so auf einer Schiene, muss man sich vorstellen. Und haben so wirklich Pneu. Und weil die jahrelang gestanden sind, waren nicht mehr rund, diese Räder, und mussten ersetzt werden, weil sie nicht aufgebockt wurden. Und das hat eigentlich länger blockiert, als dann schlussendlich
wirklich die Umsetzung des Protokolls. Ja, es gab Überraschungen. Also wir haben das Protokoll umgesetzt und da hat man auf Steuerungsseite und auf unserer Seite diverse Bugs gefunden. Und wir haben dieses Protokoll dann wirklich auch im Laufe dieser Tests wirklich noch einmal überprüft und wirklich auch Anpassungen vorgenommen. Also es war nicht so, dass wir das lokal programmiert haben, nach Spezifikation. Natürlich haben wir das gemacht, aber das erste Mal, dass wir da draußen sind, dann hat sich sicher eine Stunde mal nichts bewegt. Ja, und dann mussten wir ein bisschen üben, ja, und dann hat es sich dann langsam bewegt. Ja. Also es war nicht so, dass das First Time Right war, ja. Okay, ja. Aber das klingt auch spannend. Das erinnert mich irgendwie so an, ich sag mal, Lego-Roboter basteln im Gross. Sehr gut. Der Dominik fragt, im Code habe ich die Annotation add-on-event gesehen. Die habe ich auch gesehen. Und die Frage ist, ist das Teil eurer eigenen Implementierung oder stammt das von einer Third-Part-Library? Nein, das ist Teil unserer eigenen Interpretierung. Also wir haben uns ja entschieden, nicht ACCA zu verwenden und wir haben ein wenig eigenen Framework-Code geschrieben. Ich glaube, es sind ungefähr 200 Zeilen, der das Ganze miteinander verbindet. Also wir haben gesehen, den Event-Publisher, der diese Event publiziert und die kommen dann irgendwie magisch rein in diesen On-Event. Aber diesen Code haben wir jetzt nicht gezeigt. Und das ist wirklich so ein Glue-Code, Framework-Code, den wir jetzt selber geschrieben haben. Also diese Annotation ist eine Annotation von uns und auch diese Verbindung, also dass die Message dann aus der Queue dort reinkommt, das ist das was wir geschrieben haben. Aber wie gesagt, es ist relativ wenig Code, also es ist wirklich 200 Zeilen Code um das rum, der das Ganze da miteinander verbindet. Okay. Der Christian fragt, kann die Anlage funktionieren, wenn die Steuersoftware aus irgendeinem Grund nicht online ist? Gehen dann Events verloren? Implizit haben wir darüber vorher schon gesprochen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nein, oder? Also das gibt sich dann wieder, weil die Events auch später wieder gesendet werden. Ja, es ist immer eine Definitionsfrage vom Funktionieren. Also die Behälter, die fahren ja auf der horizontalen Förderanlage und die haben zum Teil schon ein Ziel. Also Die funktionieren ja schon. Es ist ja nicht so, dass die das Wort aufhören, wenn wir nicht mehr da sind. Aber ja, wenn wir nicht da sind, dann sagt niemand dem Regalbediengerät, bitte hol diese Behälter raus. Also diese Kommissionieraufträge können nicht verarbeitet werden. Mhm. Aber die Anlage steht nicht still. Das geht also, es ist wie die Steuerung steuert ja die Anlage. Und nur wenn zum Beispiel die Steuerung eine Störung hat, oder wenn es eine mechanische Störung hat, steht dann die Anlage still. Gut. Von Manuel die Frage, im Kontext des Targets habt ihr erwähnt, dass ihr eingreifen und das Target übersteuern könnt. Wie schafft ihr das in diesem asynchronen Design? Genau, es ist ja so, die Hofa sagt, hey, ich habe hier einen Behälter und der muss ans Ziel XY. Und dann können wir der Hofer sagen, ja toll, wir wollen aber, dass jetzt dieser Behälter ein anderes Ziel bekommt. Und wir schicken dann dieser Steuerung ein neues Ziel und irgendeinmal hat dann diese Steuerung ein neues Ziel dann für diesen Behälter. Es ist natürlich so, wenn der schon dort ist, das kann es sein, dass er nicht mehr dorthin also kann, wo er sollte. Also es hat natürlich schon eine gewisse Problematik. Also wie der Behälter bewegt sich ja fortlaufend und wenn er jetzt zum Kommissionierplatz 1 muss und wir noch er ist schon dort drin und jetzt sagen sie, muss aber zum 2, dann fährt er jetzt halt zuerst zum Kommissionierplatz 1. Also. Mhm. Gut. Dann von Igor die Frage, wurde das Vertex Event-Driven Application Framework bei der Auswahl des Frameworks berücksichtigt? Aber also habt ihr das auch angeschaut, Vertex? Nein, haben wir nicht angeschaut. Mhm. Also hat das irgendeinen Grund oder man kann ja nicht alles anschauen. Absolut, also es ist natürlich ein bisschen so, unser Standard-Stack, sage ich jetzt mal, oder wie häufig verwenden, ist Spring Boot, also so für vieles. Und durch das haben wir jetzt nicht nach Vertex angeschaut. Ich nehme an, das kann man vielleicht auch irgendwie kombinieren. Aber wir hatten dann wie Spring Boot so als Application-Container und haben dann geschaut, ja, was brauchen wir für eine Lösung für diese Queues, also für diese Messages. Und dort haben wir dann verschiedene Lösungen angeschaut. Und dann eben Chronicle Queue, AK. Und dann sind wir am Schluss dann aber auf dieser In-Memory Queue gelandet. Mhm. Caroline fragt, wie viele Infos, Klammer Data Size, schickt ihr mit einem Event? Also so in Bytes. Also man hatte den Event gesehen, der innerhalb vom Elphase verwendet wird, dieses Container Scan, das ist eine normale Java-Klasse, die hat ein paar Felder drauf, eben diese Container-ID, das Ziel,
die Position. Und dann die Messages hat Florian gezeigt, dieses Low-Level-Protokoll. Wie lang ist dort eine Message, Flo? Das ist sicher nicht das Größte, das ist vielleicht 60 Zeichen. Ich denke, das Größte, der größte Teil wären die Aufträge, die vom ERP zur Verfügung gestellt werden. Die werden ebenfalls in ein Event gepackt. Darin sind enthalten Kunde, Mandant des Kunden, die Picks, die gemacht, also die Teile, die kommissioniert werden müssen. Das ist wahrscheinlich das Größte. Das ist jetzt noch schwierig zu sagen, wie viel das sind. Man kann sich in etwa so einer Größenordnung, die größten Aufträge haben 120 Positionen und das wäre dann, also den Header, ein paar Informationen, dann 120 Positionen, also Artikelnummer und Menge. Also relativ klein. Ja. Björn fragt, wenn euer System offline war und wieder online kommt, wie erfährt es den aktuellen Zustand des Lagersystems? Die Behälter lösen ja keine Events mehr aus, wenn sie schon angekommen sind. Hast du, glaube ich, vorher auch schon mal erwähnt, oder, Flo? Ja, genau. Ist auch eine gute Frage. Also es gibt natürlich Teile der Anlage, wo ein Behälter nicht sichtbar ist. Also ich muss da vielleicht kurz, wir haben zu Beginn gesehen, die Hofa, die Matthias gezeigt hat, gibt es Abzweigungen. Und sobald beispielsweise eine Abzweigung genommen wurde zu einem Kommissionierarbeitsplatz, da gibt es da, bis der Behälter vorne ist, keinen Scanner mehr. Jetzt, wenn da 8 Behälter in einer Schlange stehen, da kennen wir nur die Behälter-ID des vordersten Behälters, weil das ist der einzige, der bei einem Scanner steht. Das heißt, ja, diese Events, die gehen verloren und es kann sein, dass man dann nicht weiß, wo ein Behälter abgebogen ist. Das Gute ist aber, dass sobald der Betrieb wieder aufgenommen wird, irgendeinmal wird dieser Behälter wieder gelesen. Das heißt, wenn der dann vorne beim Arbeitsplatz ankommt, steht da wieder ein Scanner. Das heißt, die Positionierung der Scanner ist sehr, sehr relevant, damit das System funktioniert. Also es hat an den Stellen, wo man wissen muss, ob welcher Behälter da steht, sind Scanner platziert. Das ist zum einen auf den Regalbediengeräten, an den Arbeitsplätzen und in diesem Kreisel, der alle Arbeitsplätze bedient, gibt es diverse Scanner. Jetzt, wenn wir offline sind und ein Behälter in den Kreisel in der Mitte fährt und kein Ziel bekommt, der kreist dann weiter. Die Meldungen, die gehen verloren. Also wir wissen dann nicht, wie lange der gekreist ist, aber was wir wissen ist, wenn wir wieder online kommen, wird der wieder an einem Scanner vorbeifahren und dann bekommen wir den Event wieder und können dann das Ziel beispielsweise vergeben. So, aktuell ist noch eine Frage in der Queue von Alessandro. Werden mehrfach gleiche Events erkannt und ignoriert? Ja, da muss man jetzt ein bisschen definieren, also nicht auf Event-Ebene. Also unsere 202 Code machen das nicht. Das heißt, wenn in einer, also beispielsweise, wenn wir jetzt wirklich einen Behälter-Event, bei dem Behälter ist das wahrscheinlich weniger der Fall, das ERP disponiert einen Auftrag für unser Kleinteile-Lager. Und wir lesen den und wollen den bei uns in die Datenbank speichern. Gibt es da ein Event, das ein neuer Auftrag disponiert wurde. Jetzt kann es sein, dass das wird periodisch überprüft. Wir haben gesagt, es ist eine Integrationsdatenbank. Da gibt es einen Prozess, der all 10 Sekunden, all 15 Sekunden, all 2 Sekunden, weiß nicht genau, auf die Datenbank geht und das ausliest. Jetzt kann es sein, dass dieser Event zweimal ausgelöst wird. Und dort ist dann wirklich einer der Empfänger, der Order Dispatcher, der diesen Auftrag bekommt und der überprüft dann mit Business-Logik, ob das der gleiche ist oder nicht und ob der zusätzlich geschrieben werden muss. Also jein, auf Protokollebene der Events nicht, aber in der Business-Logik dort, wo es relevant ist, schon. Gut, es ist nochmal eine Frage reingekommen von Björn, eine Nachfrage zur Frage von vorher oder Antwort von vorher, aber was ist mit Behältern, die stehen, da werden ja keine Events ausgelöst, zum Beispiel an einem Arbeitsplatz gibt es das nicht, also dass die irgendwo einfach stehen und dann nie mehr ein Event auslösen. Genau, also beim Arbeitsplatz, da gibt es einen Scanner, aber der Behälter wird nur gelesen, wenn er auf den Arbeitsplatz drauf fährt. Und dieser State, der ist in der Steuerung drin. Und die Steuerung meldet das periodisch, dass dort einer steht. Sie weiß auch, dass da einer steht, weil mit einer Richtschranke überprüft wird, ob dort ein Behälter steht. Jetzt, was passiert, wenn Stromausfall,
Jemand schiebt den Behälter rüber auf deinen Arbeitsplatz und startet das Ganze wieder. Dann weiß die Steuerung ebenfalls nicht mehr, welcher Behälter da war, weil er fährt nicht mehr durch, er steht wirklich da am Arbeitsplatz. Was die Steuerung aber weiß, ist, dass ein Behälter da steht, wegen der Lichtschranke. Und was sie dann meldet, ist, es steht ein unbekannter Behälter an dieser Position. Und dann muss, das sieht dann, der Bediener sieht das dann auch im Fronten, sieht, der Behälter, der konnte nicht gelesen werden, der ist unbekannt, hat die Möglichkeit, ihn wegzufahren. Und durch das Wegfahren fährt er wieder auf den Kreisel und wird wieder gelesen. Also ja, es gibt diese Fälle, aber die sind durch den Prozess vor Ort eigentlich handelbar. Okay. Und gibt es das häufig? Also hast du das schon erlebt, dass man das machen muss? Aber was passiert konkret bei den Arbeitsplätzen? Ja, das passiert. Also diese Scanner, das ist in der echten Welt. Also die werden wöchentlich gereinigt. Und wenn die dreckig sind, dann gibt es Lesefehler. Und das gibt es durchaus den Fall, dass der Behälter reinfährt. Das ist dann nicht ein Stromausfall, das ist ein viel banaleres Problem. Und der kann nicht gelesen werden. Und dann meldet die Steuerung ebenfalls, da steht ein unbekannter Behälter. Und das wird auf Steuerungsebene so gemacht, dass diese Arbeitsplätze, die haben in diesem Fall jetzt zwei Plätze. Also einer ist der, wo angeleuchtet wird, wir haben das im Video kurz gesehen, und dann gibt es noch so einen Bereitstellungsplatz. Und dieser Bereitstellungsplatz, der wird nicht gefüllt. Das heißt, da ist frei. Das heißt, wenn jetzt wirklich ein Lesefehler passiert, ist es für den Bediener wirklich mechanisch möglich, den Behälter 5 cm zu verschieben, und der wird erneut gelesen und fährt dann steuerungsseitig wieder hin und ist dann gelesen worden. Das kann auch über Software gemacht werden, wenn man es abschießt mit einem Barcode-Scanner in der Hand. Aber das Beste ist, wenn sie es rüberschieben und dann wird es neu gelesen. Aber das passiert. Es gibt wirklich ganz, ganz exotische Fehler, weil es ist die echte Welt. Also es gibt Lesefehler, wo erkannt wird, dass es ein Lesefehler ist, und es gibt auch Lesefehler, die nicht als Lesefehler erkannt werden, und dann wird einfach ein anderer Behälter gemeldet, das effektiv dasteht. Also es gibt alles, ja. Spannend. Es ist noch eine Frage reingekommen von Roger. Wie habt ihr Business-Prozesse implementiert? Verarbeitet ein Aktor nur einen Event-Type oder mehrere? Zum Beispiel Saga-Pattern? Es gibt viele, die mehrere Events verarbeiten. Also beim Container-Tracker haben wir gesehen, das ist ja eine sehr einfache Komponente. Dort kommen verschiedene Events rein. Oder auch beim Order-Processor. Ja, das Saga-Pattern habe ich jetzt nicht so konkret umgesetzt, sondern es ist wirklich so, dass ein Aktor halt mehrere Events verarbeiten kann. Okay, cool. Das war die letzte Frage, und es schaut so aus, als ob es die letzte Frage bleibt. Ganz herzlichen Dank. Also ich fand es wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, was es ist, was genau so faszinierend ist. Also es erinnert mich wirklich einfach so an meine Lego-Bastel-Robotik-Dinge. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und habt ihr viele solche spannenden Projekte? Ja, wir haben sehr unterschiedliche Projekte. Also das geht wirklich von Apps zu Webanwendungen zu irgendwie so Software, die so ein Lager steuert. Und das ist mega spannend halt, wie es so unterschiedlich ist. Und cool. 2019 war euer letzter Talk, jetzt heute wieder ein. Wann ist der nächste? Ja, sobald wir wieder ein spannendes Projekt haben, wo wir darüber reden dürfen. Okay, cool. In der Zwischenzeit durch unser Gequatsche ist noch eine Frage reingekommen von Matthias. Ist der Kylo Ren-Helm nur Deko, oder kann man diesen auch anziehen? Ja, den kann man auch anlegen und hat sogar Soundeffekte. Aber wie alles aufgeladen wird und auf YouTube kommt, mache ich das jetzt nicht. Okay, sehr gut. Ja, also es ist bewiesen, ihr seid wahre Informatiker. Genau. Sehr gut. Vielen Dank. Ich gehe wieder kurz zurück zu meinen Slides. Ich hoffe, der Vortrag hat auch euch gefallen. Wir sind sehr froh um euer Feedback. Ihr werdet im Nachgang mit einer Nachfassmail einen Link auf eine Online-Umfrage erhalten. Bitte füllt das aus. Es ist für uns interessant. Es ist für Florian und Matthias sehr interessant, weil uns das erlaubt, auch die Talks noch besser zu machen, so dass sie auch eurem Geschmack entsprechen. Und es lohnt sich gleich doppelt, weil jeden Monat verlosen wir unter allen, die ein Form ausgefüllt haben, eine JetBrains Toolbox-Lizenz. Da könnt ihr irgendein Produkt von JetBrains für euch ein Jahr lang freischalten.
Das nächste Event, das ist schon morgen, das ist ein ganz cooles und spezielles Event. Also das Thema ist Triple Chuck, drei Länder, drei Newcomer, drei Sessions. Das sind drei Sessions von Newcomern, die je 20 Minuten gehen, mit 5 Minuten Pause dazwischen. Beteiligt ist neben der Java User Group Switzerland von Deutschland die Chuck Saxony, Sachsen, und aus Österreich die JUK Vienna. Und ich finde das sehr cool. Also da haben wir wirklich mal frische Speaker, die uns etwas morgen vorstellen werden. Und wenn ihr es euch einrichten könnt, es hat noch Plätze, also bitte registriert euch gleich und dann würden wir uns morgen Abend wiedersehen in diesem coolen, außergewöhnlichen Triple Chuck Event. Unsere Events, die könnt ihr auch fast ausnahmslos alle auf Video nachschauen. In der Regel am Sonntagmorgen um 10 werden die da veröffentlicht, yt.juk.ch. Am besten abonniert ihr das und dann werdet ihr auch notifiziert. Wir haben eine Community auf Slack, wenn ihr da mitmachen wollt, slack.juk.ch. Dann bin ich bei der zweitletzten Slide, aber das ist eine wichtige. Vielen Dank. Also vielen Dank an Matthias und Florian für diesen sehr spannenden Event. Ihr werdet von uns ein Java User Group Multitool bekommen. Jetzt Flo, der hat wahrscheinlich schon so eins, der kann sich dann sonst im WonderMe noch äußern, aber wieder eines will oder was anderes. Und vielen Dank auch an euch, unser tolles Publikum. Also es macht wirklich Spaß, wie viele immer dabei sind bis zum Schluss. Und irgendwie macht es einfach mehr Spaß, finde ich, wenn jemand das auch tatsächlich zuschaut. Und danke auch unseren Sponsoren, die uns unterstützen, so dass wir das Ganze überhaupt auch finanzieren können. Und im Hintergrund hat es fleißige Helferlein, also die Ursula im Backoffice, die das mit den Event-Ausschreibungen und den Anmeldungen managt. Und der Markus, der auch heute im Hintergrund die Regie gemacht hat, dass das alles technisch so wunderbar klappt. Ganz vielen Dank an euch alle. Und jetzt, das ist wirklich die letzte Slide. Es hat Spaß gemacht, es war ein toller Abend. Ganz herzlichen Dank, Matthias. Danke, Florian. Und ich würde sagen, bleibt doch einfach dabei. Dann werdet ihr automatisch ins WonderMe weitergeleitet. Und da können dann alle die Kamera und das Mikrofon einschalten. Da können wir noch etwas uns direkt austauschen. Merci. Schönen Abend. Tschüss. Merci zusammen. Auch. Merci auch. Tschüss zusammen.